Lass mal mein ganzes Gerümpel hier drüber springen. Hi. So, schön, dass ihr da seid. Ich bin gerade dabei, Feierabend zu machen. Ich habe heute fleißig an der Ringelfuchshütte gearbeitet. Ich habe die Wand hier weitergemacht. Hier ist oben jetzt alles nochmal mit der Plane verhängt. Aber es sieht jetzt schon langsam so aus, wie es mal aussehen wird. Und ich bin gespannt. Und ja, und ich habe alle Fensterrahmen und Fensterbänke heute gebaut. Bin ich super happy, weil ich dachte, das schaffe ich erst im Laufe der Woche. Aber ja, ich bin schon vorher fertig geworden. Wir sind sogar heute schon fertig geworden. Und ja, ich freue mich total darauf. Oder ich freue mich total, immer zu sehen, wie das Häuschen so Schritt für Schritt weiter wächst und weiter gebaut wird, und irgendwann ist das Häuschen fertig. Auch wenn ich echt vorhin so einen kleinen Hänger hatte, weil ich dachte, ich werde nie fertig mit dem Ding. Das ist einfach so wahnsinnig viel Arbeit. Und ja, aber genau. Ich habe genug gebaut für heute, und jetzt habe ich natürlich das Video so toll vorbereitet und natürlich was total vergessen. Aber genau, das hängt hier eigentlich an meinem Hut. Und zwar habe ich vorhin eine Probekartoffel ausgebuddelt. Ich habe oben auf unserem kleinen Acker ein bisschen Kartoffeln angepflanzt vor ein paar Monaten. Und das Kraut ist inzwischen schon total welk. Und ich habe gehört, man soll dann 2 Wochen etwa, nachdem das Kraut welken tut, eine Probekartoffel ausbuddeln und gucken, ob die Schale sich mit dem Finger abreiben lässt. Also quasi so. Und ja, es kommt ein bisschen Feuchtigkeit aus der Kartoffel, aber die Schale ist fest. Und ja, und deswegen wollen wir heute die Kartoffeln alle ernten. Und schön, dass ihr mit dabei seid. So, jetzt geht es hier wieder meinen kleinen Berg hoch, sodass ich wieder total K.O. bin und aus der Puste. Und drehe ich euch mal um. Hier ist unser Gemüsegarten. Das ist hier unser Unkrautgarten. Das habe ich einfach irgendwie dieses Jahr nicht geschafft, auch noch umzupflügen und zu bestellen irgendwie. Aber ja, der eine Kürbis ist uns gestorben, den habe ich letztens aus Versehen getötet. Aber hier kommt noch ein weiterer. Ein kleiner Mini-Kürbis. Und Tomaten, Auberginen werden was. Und das ist hier Mangold und rote Beete. Und es gibt sogar eine Mini-Wassermelone hier. Ich glaube, die ist ein bisschen zu spät dran. Ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr noch was wird. Ja, und unsere Tomaten erröten langsam. Also die vorderen, die hier, die werden rot. Und das ist eine grüne Sorte, da bin ich mal gespannt. Ja, und das hier ist der Kartoffelacker. Und den wollen wir uns jetzt mal vornehmen. Also die Kartoffeln oder die Kartoffelpflanzen sind schon alle quasi abgestorben und verwelkt. Und jetzt habe ich noch 2 Wochen gewartet. Und jetzt müsste es eigentlich große Kartoffelernte geben. Und ich bin total gespannt. In großer Erwartung habe ich hier einen großen Eimer damit gebracht. Aber werden wir mal schauen, ob wir den brauchen. Ja. So, ich habe leider keine Grabegabel. Deswegen müssen wir mal gucken, wie das mit dem Spaten klappt. Oh wow! Oh mein Gott! Gleich so große. Die eine habe ich abgeschnitten mit dem Spaten direkt. Oh wow! Das sind so viele Kartoffeln, oh mein Gott. Eine ganze Handvoll schon. Hier ist das andere Stück Kartoffel, das ich gerade abgetrennt habe. Vielleicht wächst das ja nächstes Jahr wieder. Hier sind noch welche. Oh wow. Oh, ein fetter Regenwurm. Wie geht's?
So. Ich weiß nicht, wie groß die Kartoffeln sich unter der Erde streuen, aber es scheint, als wäre es für diese Pflanze hier gewesen. Das ist Unkraut, das brauchen wir nicht. Also vielleicht als kurzen Zwischenstand. Das hier. Das hier waren die Kartoffeln aus der einen Pflanze. Ich bin gespannt, was die anderen bringen. Oh, die werden ja immer größer. Oh mein Gott. Okay, die nicht. Die ist ganz klein. Noch eine Mini-Kartoffel. Ah, das ist ein Stein. Aber nicht ist. Riesenkartoffel. Ah, noch eine durchgeschnitten. Oh nein. Jetzt weiß ich auch, warum man eine Grabegabel benutzen soll. Jetzt würde ich das machen. Der anderen Seite machen. Fange ich mal hier an. So, ich bin inzwischen auf die Kartoffelhacke umgestiegen, weil es deutlich besser geht. Aber es ist trotzdem ganz schön anstrengend. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Kartoffeln. Muss ich mich jetzt mal belesen, was man so danach am besten pflanzt. Also mit dem Salat, das hat ja hier ganz gut geklappt scheinbar. Vielleicht setze ich einfach die anderen Salatpflanzen auseinander. Aber ja, ich zeige euch mal, was wir geerntet haben. Das hier sind unsere Kartoffeln. Ich weiß nicht, wie viel das sind. Ich würde sagen 4 oder 5 Kilo, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Und hier drüben liegen auch noch welche. Kleines Häufchen. Manche Kartoffeln sind wirklich echt winzig geworden. Oder ganz winzig klein. Und manche davon, oder manche andere, sind wirklich ganz schön groß. Und wer den besten Job hat, ist das kleine Füchschen hier drüben. Die liegt nämlich einfach im Beet und chillt. Ne? So, und ja, da freue ich mich total. Bin ich gespannt. Ich habe total Hunger. Ich habe den ganzen Tag so viel gearbeitet. Und da freue ich mich jetzt auf zu Hause. Und die Kartoffeln werde ich ja schön leckere Ofenkartoffeln daraus machen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin so, auf der einen Seite bin ich irgendwie erleichtert, weil, wenn ich mich mal andersrum hinsetze, dann sieht man wenigstens das Beet, ne? So, bin ich irgendwie erleichtert, dass es nicht so viele Kartoffeln sind. Ich hatte irgendwie
so einen Kartoffelertragsrechner im Internet gesehen und da hieß es, dass es ungefähr 30 Kilo Kartoffeln auf dem kleinen Stück hier rauskommen müssten, sollten. Und ich hatte jetzt echt nicht gewusst, was ich mit 30 Kilo Kartoffeln machen soll, aber das ist eine ordentliche Menge und ja, und ich, wir schaffen es aber aufzuessen, das ist auch gar nicht so schlecht. Na? Genau, deswegen schön, dass ihr mit dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Och, da gähnt der Hund einfach nur.